Willkommen, meine mutigen Zuschauer, bei einem weiteren Abenteuer in den dunklen Ecken der menschlichen Psyche mit eurem Gastgeber Dr. Wahnsinn. Heute tauchen wir ein in eine Geschichte, die so gruselig ist, dass sie eure Socken nicht nur ausziehen, sondern direkt in den nächsten Waschgang befördern wird. In der heutigen Episode stellen wir uns der Frage, was passiert, wenn ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen beschließt, ein Resort schneller zu verlassen, als ich meine Schwiegermutter nach dem Sonntagsessen? Begleitet mich, wenn wir die verwitterten Ruinen von einem Palast erkunden, wo die einzigen Check-ins von denen kommen, die nie auschecken können. Bringt eure Geisterdetektoren mit, aber lasst eure Logik an der Tür, denn in der heutigen Episode könnte alles passieren. Auf in den Wahnsinn! Sie haben vielleicht schon von den modernen Geisterstätten der Dandy Corporation gehört. Ein Unternehmen so groß und langlebig wie Dandy macht zwangsläufig ein paar Fehler. Und wenn das passiert, ist es oft billiger, sie zu ignorieren, als gutes Geld Schlechtem hinterherzuwerfen. Einer dieser Fehltritte war das Piratenatoll-Resort in der Karibik. Natürlich begann es nicht als Geisterstadt. Kreuzfahrtschiffe brachten hunderte Passagiere zum Resort, um im Luxus zu entspannen. Das Resort verfügte über eine Tiki-Bar, eine kleine Sammlung exotischer Tiere und tägliche Live-Piratenshows. Dandy hat über 30 Millionen Dollar in das Projekt gesteckt. Dann haben sie es ohne Vorwarnung komplett aufgegeben. Die Schuld wurde den Kreuzfahrtlinien zugeschrieben, die einen lizenzierten Vergnügungspark bereitstellen sollten. Anscheinend versuchten sie, die Gebühren auf eine räuberische Art und Weise neu zu verhandeln. Sie wussten, dass das Resort ohne die Schiffe nutzlos wäre und dass Dandy viel zu verlieren hatte. Auch das lokale Personal auf der Insel wurde für sein spätes Erscheinen und seine schlechte Arbeitseinstellung verantwortlich gemacht. Dort endet die wahrheitsgetreue Natur der Geschichte. Es lag nicht an den gierigen Kreuzfahrtlinien und es lag definitiv nicht daran, dass die Arbeiter so faul sind. Nein, ich bezweifle sehr, dass diese Ausreden stichhaltig sind. Warum? Na, wegen dem Palast. In der Nähe der Strandstadt in North Carolina begann Dandy in den späten 1990er Jahren mit dem Bau von eines Palastes. Konzeptionell sollte es ein üppiger mittelalterlicher Wald werden. Der besagte Palast würde im Zentrum stehen und die Gäste beherbergen. Wenn Ihnen die titelgebende Figur nicht bekannt ist, erinnern Sie sich vielleicht an die klassische Geschichte »Der Edle und der Schurke«. Die meisten Menschen kennen sie jedoch wahrscheinlich aus dem jahrzehntealten Dandy-Zeichentrickfilm mit demselben Namen. Es handelt sich um eine junge Dame aus einer königlichen Familie, die von einem grausamen Adligen in die primitive Wildnis verbannt wird. Dort freundet sie sich mit verschiedenen Waldbewohnern an, bevor sie von einem geläuterten Straßenräuber gerettet wird. Der Palast war von Anfang an ein umstrittenes Unterfangen. Dandy kaufte eine Menge hochpreisiger Grundstücke für das Projekt. Und Skandale umgaben einige der Käufe. Die lokale Regierung beanspruchte das Recht auf die Häuser der Menschen und verkaufte sie sofort an Dandy. Ein Haus war gerade fertiggestellt worden, als es sofort ohne echte Erklärung verurteilt wurde. Das beschlagnahmte Land sollte angeblich für irgendein Autobahnprojekt vorgesehen sein. Da sie genau wussten, dass das eine Lüge war, begannen die Leute es Lemming Lane zu nennen. Ein Wortspiel mit ihrem Maskottchen, dem glücklichen Lemming. Und der Legende, dass diese Kreaturen Pfade zu ihrem eigenen Untergang nahmen. Dann gab es die Konzeptkunst. Ein paar gestärkte Hemdentypen von Dandy hielten eine Stadtsitzung ab. Sie beabsichtigten, alle davon zu überzeugen, dass dieses Projekt ihnen zugutekommen würde. Es würde den Tourismus steigern und zusätzliche Kunden für lokale Geschäfte bringen. Sie enthüllten die Konzeptkunst mit einem Schwung und begleitender fröhlicher Musik, sicher, dass es ihr Publikum beeindrucken würde. Als die Leute das grelle Technicolor-Ungetüm eines Gebäudes sahen, sagen wir einfach, jeder drehte durch. Wir reden hier von einer Art magischem Schloss, einem Arkane-Wald und halbnackten Dienern. Nicht nur, dass dies im Zentrum eines relativ wohlhabenden historischen Gebiets sein sollte, sondern auch unterhalb des Bibelgürtels. Magie, sprechende Tiere und entblößte Haut waren zu dieser Zeit höchst umstritten. Ein Zuschauer stürmte sogar die Bühne und schaffte es, ein Präsentationsbrett über sein Knie zu brechen.
Dandy nahm die Gemeinschaft und brach sie im Grunde über ihr Knie. Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht. Land wurde gerodet. Es gab nichts, was jemand tun oder sagen konnte. Lokale Fernsehstationen und Zeitungen waren zunächst gegen den Bau des Resorts. Dann kamen einige Unternehmensverbindungen zwischen den Medienbeteiligungen von Dandy und den lokalen Nachrichtenkanälen ins Spiel. Ihre Meinungen änderten sich schlagartig. Aber ich schweife ab. Erinnern Sie sich an das Piratenatoll in der Karibik? Dandy hat all das Geld hineingesteckt und dann beim ersten Anzeichen von Ärger das Weite gesucht. Das Gleiche passierte mit dem Palast. Der Bau wurde abgeschlossen und Besucher übernachteten im Resort ohne nennenswerte Probleme. Die kleineren umliegenden Gemeinden wurden mit Verkehr und den üblichen Ärgernissen überschwemmt, die mit einem Zustrom von verlorenen und mürrischen Reisenden einhergingen. Dann hörte es einfach auf. Sie schlossen es und niemand wusste, was er denken sollte. Dennoch, obwohl das Fehlen von Antworten verwirrend war, waren die Einwohner ziemlich glücklich über die Nachricht. Dandys Verlust war für eine große Gruppe von Menschen, die dies von Anfang an nicht wollten, urkomisch und wunderbar. Persönlich habe ich dem Ort keinen zweiten Gedanken geschenkt, nachdem ich gehört hatte, dass er vor über einem Jahrzehnt geschlossen wurde. Ich lebe etwa 4 Stunden entfernt, also habe ich nur die Gerüchte und Gemurmel gehört. Keine Informationen aus erster Hand haben mich erreicht. Dann fand ich einen Artikel von einem Blogger, der das Resort erkundet hatte. Er veröffentlichte detaillierte Beschreibungen der verrückten Dinge, die er dort entdeckt hatte. Alles, was zurückgelassen wurde, war zertrümmert, entstellt, wahrscheinlich von unzufriedenen ehemaligen Mitarbeitern ruiniert worden. Vielleicht kamen die Leute von weit her, um den Ort zu zerstören. Sie waren wahrscheinlich genauso wütend über das Piratenatoll wie die Leute hier über den Palast. Es gab sogar Gerüchte, dass Dandy ihren Aquarienbestand in die lokalen Gewässer entlassen hatte, als sie den Betrieb einstellten. Dazu hätten verschiedene gefährliche, invasive Arten gehört, einschließlich Haie. Wer wollte nach so etwas nicht ein paar Schläge austeilen? Der Blogpost brachte mich zum Nachdenken. Obwohl viele Jahre vergangen waren, seit es geschlossen wurde, dachte ich, es könnte interessant sein, etwas Stadterkundung in dem Palast zu betreiben. Ich könnte ein paar Fotos machen, über meine Erfahrung schreiben und im Grunde das machen, was dieser andere Blogger lange vor mir getan hatte. Vielleicht könnte ich sogar etwas als Andenken mitnehmen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich beeilt habe, dorthin zu gelangen. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, nachdem ich diesen Blogpost zum ersten Mal gefunden hatte. In dieser Zeit habe ich das Resort recherchiert. Oder besser gesagt, ich habe es versucht. Natürlich erwähnte keine offizielle Dandy-bezogene Website oder Ressource den Ort. Sie waren alle sauber gesäubert worden. Noch seltsamer war, dass es schien, als ob niemand außer mir daran gedacht hatte, über den Ort zu sprechen oder sogar Urlaubsfotos davon zu posten. Keine der lokalen Nachrichtenseiten enthielt ein Wort über den Ort, obwohl das zu erwarten war, da sie alle zu Dandys Seite gewechselt hatten. Sie hätten nicht die Aufmerksamkeit auf die Peinlichkeit lenken dürfen. Im Nachhinein betrachtet ist das wahrscheinlich das, was passiert ist. Es ist nicht so, dass es keine Posts über das Resort gab, sondern dass ihre Worte einfach unzugänglich gemacht wurden. So konnte ich den Ort am Ende kaum finden. Alles, womit ich arbeiten musste, war eine alte Karte, die ich in den 90er Jahren per Post erhalten hatte. Sie war Teil eines Werbeprospekts, das an Leute verschickt wurde, die kürzlich in Dandyland gewesen waren. Meine Familie hatte den Park Ende der 80er Jahre besucht, also standen wir auf der Liste. Ich hatte nicht vor, das Prospekt zu behalten, aber er wurde in eine Kiste mit meinen Kindheitscomicbüchern gesteckt. Ich erinnerte mich erst ein paar Monate nach meiner Recherche daran, dass er existierte. Und dann dauerte es ein paar Wochen, bis ich meine Eltern besuchte und herausfand, wo alles gelagert worden war. Nachdem ich die Karte gefunden hatte, war ich sicher, dass der schwierige Teil vorbei war. Auf meinem Weg zum Resort stellte ich jedoch fest, dass die Einheimischen keine Hilfe sein würden. Die meisten waren Zuzügler, die in den letzten Jahren an den Strand gezogen waren. Andere waren alte Einwohner, die das Gesicht verzogen, sobald ich die Wörter Dandy aussprach. Die Fahrt führte mich durch einen unverhältnismäßig langen Korridor überwucherter Vegetation.
Exotische Pflanzen waren überhand genommen und hatten sich in der Gegend ausgebreitet, gemischt mit den einheimischen Arten, die verzweifelt versuchten, das Land zurückzuerobern. Ich war erstaunt, als ich endlich den Eingang zum Hauptresort erreichte. Die gewaltigen monolithischen Holztore standen noch. Das sonst majestätische Tor war von Spechten durchlöchert und der Sockel wurde langsam von grabenden Insekten zerfressen. In Gesichtshöhe hing ein Metallblech. Es war ein zufälliges Stück Schrott, auf dem mit schwarzer Farbe eine handgemalte Nachricht gekritzelt war. Verlassen von Dandy. Offensichtlich war dies das Werk eines vergangenen Einheimischen oder Mitarbeiters, der seinen eigenen kleinen Protest äußern wollte. Der Eingang war weit genug geöffnet, um hindurchzuschlüpfen, aber nicht weit genug für ein Fahrzeug. Also schnappte ich mir meine Digitalkamera, eine Taschenlampe und das Prospekt und machte mich zu Fuß auf den Weg. Das Umblättern des Papiers zeigte das Layout des Resorts selbst, obwohl die Landschaft etwas weniger freundlich war. Das Innengelände war genauso wild wie der Eingangsbereich. Ungepflegte Obstbäume standen ungeordnet und zerzaust zwischen Haufen ihrer eigenen stinkenden, käferbefallenen Fäulnis. Es gab einen seltsamen Konflikt zwischen Ordnung und Chaos, da sorgfältig gepflanzte Reihen mehrjähriger Blumen um Platz mit hohen Unkräutern und stinkenden, geschwärzten Pilzen kämpften. Alles, was von kleineren Außenstrukturen übrig blieb, waren Haufen von zerbrochenen, verkohlten Trümmern. Etwas, das wie ein Informationsstand aussah, war jetzt ein zerhackter Haufen aus Holz und zersplitterten Informationstafeln. Was Vandalen nicht ruiniert hatten, wurde durch Unwetter zerstört. Was als bizarr erschien, war eine große Statue der Prinzessin Primevere, die prominent in einem Hof vor dem Palast stand. Sie war in einer zarten Welle zu niemandem hineingefroren, starrte in den leeren Raum mit einem demütigen, leichten Lächeln, während Generationen von Vogelkot ihre Krone, ihr Haar und ihr Kleid bedeckten. Hässliche, dornige Reben umschlangen ihre Plattform. Ich näherte mich dem Gebäude. Alle verbliebenen Farben waren ausgeblichen, von der Sonne verblasst, und viel von dem Putz, der Steinwerk imitieren sollte, war durch die Einwirkung der Elemente gerissen. Wo die Farbe nicht abgeplatzt oder abgeschält war, gab es reichlich Graffiti. Die Eingangstüren waren nicht nur offen gelassen worden, sie waren komplett aus ihren Angeln gehoben und scheinbar gestohlen worden. Über der klaffenden Öffnung, wo die Eingangstüren gewesen waren, hatte jemand erneut »Verlassen von Dandy« gemalt. Sie warten wahrscheinlich darauf zu hören über all die tollen Sachen, die ich im Inneren des Palasts gesehen habe. Vergessene Wertsachen, heruntergekommene Kassen, eine vollwertige Geheimgesellschaft von obdachlosen Kannibalen. Aber nein. Das Innere des Gebäudes war so karg, so leer, dass ich denke, die Leute haben vielleicht sogar die Leisten von den Wänden gestohlen. Alles, was zu groß zum Stehlen war, wie Theken, Schreibtische und riesige künstliche Bäume, ruhte in einem leeren Echo. Jeder Schritt, den ich machte, wurde verstärkt wie das langsame Ratatat einer Maschinenpistole. Ich überprüfte den Grundriss und steuerte auf die spezifischen Orte zu, die interessant erschienen. Die Küche war so, wie man es sich vorstellt. Ein industrieller Vorbereitungsbereich mit Reihen verschiedener Geräte. Es wurde nicht an Ausgaben gespart. Jede Glasoberfläche war zerbrochen. Jede Tür war aus ihrem Rahmen geklopft. Jede Metallfläche war eingetreten und verbeult. Am schlimmsten war, dass der gesamte Raum nach altem, stechendem Urin roch. Das begehbare Gefrierfach, zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr kühl, hatte Reihe um Reihe leerer Regale. Haken hingen von der Decke, wahrscheinlich um Fleischstücke aufzuhängen. Als ich den Anblick einen Moment lang aufnahm, bemerkte ich, dass mehrere von ihnen schwangen. Ihre Bewegungen waren so langsam und klein, dass es fast unmöglich war, sie zu sehen, wenn man nicht genau hinschaute. Kurz dachte ich, es könnte durch meine Bewegung verursacht worden sein, aber sie bewegten sich in Bereichen, in denen ich noch nicht gewesen war. Die öffentlichen Toiletten befanden sich in einem ähnlich schlechten Zustand. Genau wie beim Piraten-Atoll-Resort hatte jemand systematisch jede Porzellantoilette mit allem zertrümmert, was zum Werfen verfügbar war. Etwa ein halber Zoll stinkenden, stagnierenden Wassers hatte sich am Boden gesammelt, also blieb ich natürlich nicht lange. Seltsam war, dass die Toiletten und Waschbecken alle tropften, leckten oder einfach frei flossen.
Es schien mir, dass das Wasser schon vor langer Zeit hätte abgestellt werden sollen. Es gab viele hotelartige Zimmer im Resort, aber ich hatte definitiv nicht die Zeit, sie alle zu durchsuchen. Die wenigen, in die ich hineinschaute, waren ähnlich zerstört, und ich hätte realistischerweise nichts Interessantes in ihnen gefunden. In einem Raum glaubte ich, einen Fernseher oder ein Radio zu hören, da es fast so klang, als würde dort drinnen eine Unterhaltung stattfinden. Es war wie ein Flüstern, aber im Nachhinein könnte es einfach mein eigenes Atmen gewesen sein, das im Stillen widerhallte. Vielleicht war es auch nur ein Trick des Verstandes. Mir ist bewusst, wie lächerlich das klingt. Dennoch vermutete ich, dass es in diesem Raum vielleicht etwas Laufendes gab. Oder schlimmer, einige Junkies, die sich dort versteckt hatten und mich wahrscheinlich erstochen hätten. Als ich zur Vorderseite des Palastes zurückkehrte, dachte ich, ich hätte nichts Bemerkenswertes gefunden. Die Reise war eine Zeitverschwendung gewesen. Ich hatte vor, direkt wieder nach Hause zu fahren, anstatt ein Hotelzimmer zu buchen. Also konnte ich es nicht einmal als einen Nachturlaub betrachten. Als ich nach draußen blickte, bemerkte ich etwas im Hof, das ich vorher übersehen haben musste. Es war etwas, das mir eine wirklich coole Sache als Beweis für all meine Mühen zeigen würde, selbst wenn es nur ein Foto war. Eine lebensgroße Statue einer Schlange, vielleicht 50 Fuß lang, lag zusammengerollt und sonnte sich auf einem großen, mit Graffiti bedeckten Felsen. Es war fast Zeit für den Sonnenuntergang, daher fiel das Licht perfekt darauf für ein Foto. Ich näherte mich der Schlange und machte ein Foto. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und machte ein weiteres. Ich ging näher heran, um die Details ihres Gesichts einzufangen. Langsam, beiläufig, hob die Schlange ihren Kopf und sah mir direkt in die Augen. Sie drehte sich, schlängelte sich vom Felsen weg über das Gras und in den Baumrand. Ihr Kopf war längst in den Wäldern verschwunden, bevor ihr Schwanz den Sonnenplatz verließ. Dandy hatte all ihre exotischen Tiere auf dem Gelände freigelassen. Genau dort auf meiner Karte des Resorts war das Reptilienhaus verzeichnet. Natürlich hätte ich das erwarten sollen. Ich hatte von den Haien im Piratenatoll gelesen und hätte wissen sollen, dass sie so etwas tun würden. Ich war fassungslos, vollkommen verblüfft. Mein Mund muss für die längste Zeit offen gestanden haben, bevor ich wieder zu Sinnen kam und ihn zuschnappte. Ich blinzelte dumm für einen Moment, dann wich ich zurück zum Palast, weg von der Schlange. Auch wenn sie verschwunden war, ging ich kein Risiko ein und zog mich ins Gebäude zurück, um meine Gedanken zu sammeln. Ich suchte nach einem Ort, um mich hinzusetzen und durchzuatmen. Ich hatte schon immer eine unvernünftige Angst vor Schlangen gehabt. Eigentlich vor allem, was Schuppen hat. In diesem Moment fühlten sich meine Beine an, als wären sie zu Gelee geworden. Natürlich gab es keinen Platz zum Hinsetzen. Es sei denn, ich wollte mich in zerbrochenem Glas und einem von Insekten wimmelnden Blätterteppich niederlassen. Ich hätte mich auf einen Schreibtisch hieven können, aber der wäre wahrscheinlich aufgrund seines Alters zusammengebrochen. Ich hatte eine zurückweichende Treppe in der Lobby gesehen und beschloss, dort zu sitzen, bis mein Puls aufhörte, in meinen Ohren zu pochen. Die Treppe war weit genug von der Vorderseite des Gebäudes entfernt, um einigermaßen sauber zu sein, abgesehen von einer erschreckenden Ansammlung von Staub. Ich zog ein Metallstück von der Wand ab und benutzte es als improvisierten Sitzbezug. Wieder einmal war es mit dem Verlassen von Dandy-Motto bemalt, an das ich mich mittlerweile gewöhnt hatte. Die Treppe führte zu einer unterirdischen Ebene des Gebäudes. Mit meiner Taschenlampe konnte ich sehen, dass die Treppe an einer Metallgittertür mit einem Vorhängeschloss endete. Ein Schild an der Tür, ein echtes Schild im Gegensatz zu den hastig gekritzelten. Auf dem stand: Nur für Maskottchen. Danke. Das hob meine Stimmung aus zwei Gründen. Erstens würde ein nur für Maskottchen bestimmter Bereich definitiv einige interessante Dinge aus der Vergangenheit enthalten. Zweitens war das Vorhängeschloss noch vorhanden. Niemand war dort unten gewesen, weder die Vandalen noch die Plünderer, niemand. Das war der eine Ort, den ich tatsächlich erkunden konnte und vielleicht wirklich einzigartige Dinge zu fotografieren oder sogar zu stehlen fand. Ich war mit der Entscheidung zum Palast gekommen, dass es in Ordnung war, etwas als Beweis mitzunehmen. Schließlich kümmerten sich die Eigentümer offensichtlich nicht darum. Ich hatte wenig Hoffnung, das Schloss zu knacken. Die Verwüstungen der Zeit waren nicht stark genug, um das Metall so sehr zu korrodieren. Was ich jedoch tun konnte, war, die Platte, die es an Ort und Stelle hielt, von dem beschädigten Holz der Wand zu trennen.
Die Schrauben ließen sich leicht herausziehen, sobald ich genug Druck ausübte. Entweder hatten andere nicht daran gedacht, das Schloss zu umgehen, oder es war noch zu solide, als sie es versucht hatten. Der nur für Maskottchen bestimmte Bereich war eine erstaunliche und willkommene Abwechslung vom Rest des Palastes. Jedes zweite oder dritte fluoreszierende Licht war eingeschaltet, obwohl sie zufällig flackerten und verblassten. Nichts war zerbrochen oder gestohlen worden, obwohl Zeit und Verlassenheit ihren Tribut gefordert hatten. Auf den Tischen lagen Notizblöcke und Stifte. An den Wänden hingen Uhren, eingefroren zu unterschiedlichen Zeiten. Es gab eine Stechuhr komplett mit ausgefüllten Stempelkarten. Stühle waren verstreut und lange verrottete Speisen und Getränke standen auf den Arbeitsplatten. Es war wie in einem dieser postapokalyptischen Filme, in denen alles in einem Zustand der Evakuierung zurückgelassen wird. Während ich durch die labyrinthartigen Untergeschossflure wanderte, wurden die Anblicke zunehmend beunruhigender. Weiter im Inneren waren Schreibtische und Tische umgeworfen. Verstreute Papiere hatten sich mit dem feuchten Boden verbunden und eine große Fläche von Pilzen übernahm langsam den verrotteten Teppichboden. Alles war einfach matschig. Jedes Stück Holz verwandelte sich in Brei, wenn ich auch nur den geringsten Druck ausübte. Kleidungsstücke, die an Haken hingen, fielen zu feuchten Fäden, wenn ich versuchte, sie zu entfernen. Etwas, das mir auf die Nerven ging, war, dass das Licht spärlicher und unzuverlässiger wurde, je weiter ich vordrang. Es war nicht dunkel genug für eine Taschenlampe, aber auch nicht hell genug, um sich wohlzufühlen. Die Tiefen des Untergeschosses wurden feucht und erdrückend. Schließlich erreichte ich eine leuchtend gelbe Tür mit den Worten »Maskottchenvorbereitung 1« auf ihrer Oberfläche. In meiner Aufregung riss ich beinahe den Türknauf ab. Ich dachte, dieser Raum würde die Kostüme enthalten und ich wollte definitiv ein Foto von diesem verdrehten, stinkenden Durcheinander machen. So sehr ich es auch versuchte, welche Winkel oder Tricks ich auch anwendete, die Tür wollte sich nicht bewegen. Das war, bis ich die Niederlage eingestand und zu gehen begann. Das war der Moment, als ein leises Knacken ertönte, woraufhin sich die Tür langsam ein wenig öffnete. Im Inneren war der Raum vollständig dunkel, pechschwarz. Ich benutzte mein Licht, um nach einem Schalter an der Wand bei der Tür zu suchen, aber da war keiner. Als ich mich auf die Wände konzentrierte, wurde ich aus meiner Konzentration durch ein plötzliches und durchdringendes elektrisches Summen gerissen. Reihen von Lichtern über mir blitzten plötzlich auf, flackerten und verblassten wie die anderen, an denen ich vorbeigekommen war. Es dauerte einen Moment, bis sich meine Augen anpassten und es schien, als würde das Licht weiter an Intensität zunehmen, bis die Glühbirnen explodieren würden. Gerade als ich dachte, es würde diesen kritischen Punkt erreichen, wurden sie ein wenig dunkler und stabilisierten sich. Der Raum war genauso, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Verschiedene Dandy-Charakterkostüme hingen an den Wänden wie seltsame Cartoon-Leichen, die von unsichtbaren Stricken aufgehängt wurden. Was ich seltsam fand und unbedingt festhalten musste, war ein Kostüm von Lucky Lemming in der Mitte des Raums. Im Gegensatz zu den anderen Kostümen lag es auf dem Rücken wie ein Mordopfer. Sein Fell war verfilzt und fiel aus, was kahle Stellen schuf. Noch schlimmer war jedoch die Färbung des Kostüms. Ich denke, Schimmel und Mehltau müssen Wurzeln geschlagen haben, was es zu einer Art Negativversion des eigentlichen Lucky Lemming zu machen schien. Seine Kleidung schien verblasst und gebleicht, das Gegenteil ihrer üblichen Farbe. Der Anblick war so verstörend, dass ich es vermied, das Ding erneut anzusehen, bis ich bereit war, den Raum zu verlassen. Ich machte ein Foto von den Kostümen, die an den Wänden hingen. Aufwärts- und Abwärtswinkel, Seitenschüsse, um eine ganze Reihe von erstarrten, verfaulten Cartoon-Gesichtern zu zeigen. Das gelegentliche fehlende Auge machte es umso grimmiger. Dann beschloss ich, eine Aufnahme zu inszenieren. Ich wollte einen der heruntergekommenen Charakterköpfe auf den glitschigen, schmierigen Boden legen. Ich griff nach dem Kopfteil eines Loopy-Loon-Kostüms und entfernte es vorsichtig, damit es nicht in meinen Händen zerfiel. Als ich in das Gesicht des weit aufgerissenen, vermodernden Kopfes blickte, ließ ein lautes Klappern mich vor Schreck zusammenzucken. Zu meinen Füßen sah ich nun einen menschlichen Schädel, der zwischen meinen Schuhen ruhte. Er war aus dem Maskottchenkopf gefallen und in mehrere Teile zerbrochen,
Das leere Gesicht starrte mich an. Der Kiefer war abgetrennt. Ich ließ den Kostümkopf sofort fallen, wie sie zweifellos erwarten würden. Ich bewegte mich zur Tür, aber etwas hielt mich auf. Ich musste ein Foto machen, um es der Welt zu zeigen. Ich würde Beweise für dies benötigen, besonders wenn die Dandy Corporation irgendwie alles verschwinden lassen würde. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass Dandy dafür verantwortlich war, selbst wenn es nur grobe Fahrlässigkeit war. Was auch immer passiert war, das war der wahre Grund, warum das Resort geschlossen wurde. Ich war der Einzige, der es wusste. Ich. Während ich über die Implikationen nachdachte, begann Lucky, dieses Negativbild, der gegensätzliche Charakter in der Mitte des Bodens, sich aufzurichten. Zuerst setzte er sich hin, dann kletterte er auf seine Füße. Das Lucky Lemming-Kostüm, oder wer auch immer darin steckte, stand auf überdimensionierten, unsicheren Füßen. Alles, was ich tun konnte, war Nein, vor mich hinzumurmeln, immer und immer wieder, während sein falsches Gesicht mich mit einem unverfänglichen, angenehmen Ausdruck anstarrte. Mit zitternden Händen, einem heftig schlagenden Herzen und Beinen, die wieder zu Gelee geworden waren, schaffte ich es, die Kamera zu heben. Es erforderte all meine Kraft, sie zu heben und auf das Ding zu richten, das mich still abwägend ansah, den Kopf geneigt. Der Bildschirm der Kamera zeigte nur tote Pixel in der Form des Dings. Es war eine perfekte Silhouette des Lucky Lemming-Kostüms. Während die Kamera in meinen Händen zitterte und wackelte, breiteten sich die toten Pixel aus und verdarben den Bildschirm, wo immer Luckys Umriss erschien. Die Kamera starb. Sie wurde dunkel und still. Sie war kaputt. Ich hob meine Augen wieder von dem schwarzen Bildschirm auf das Kostüm vor mir. »Hey«, sagte es mit einer gedämpften, perfekt ausgeführten Lucky Lemming-Stimme. »Willst du sehen, wie mein Kopf abgeht?« Es begann, an seinem eigenen Kopf zu ziehen, arbeitete ungeschickte, mit Handschuhen bekleidete Finger um die Oberfläche seines Halses mit kratzenden, ungeduldigen Bewegungen. Es war, als würde man einen verletzten Mann beobachten, der versucht, sich aus den Kiefern eines Raubtiers zu befreien. Während es seine Finger in das fleischige Gewebe drückte, strömte dicke, geronnene, gelbe Galle aus dem, was wie Wunden aussah. Zumindest sah es aus wie Galle. Infiziertes Blut, Eiter, Erbrochenes. Ich hatte kein Interesse, es herauszufinden. Ich wandte mich ab, als ich ein widerliches Reißen von Stoff und Fleisch hörte. Ich kümmerte mich nur noch darum, wegzukommen. Über der Tür aus dem Raum sah ich eine letzte Nachricht, die mit Fingernägeln oder möglicherweise Knochen in Metall gekratzt wurde. Verlassen von Gott. Die Bilddateien in der Kamera waren nicht wiederherstellbar. Ich habe nie verstanden, wie ich den Blog-Eintrag über das, was passiert ist, schreiben sollte. Nachdem ich von diesem Ort geflohen war, um meiner Vernunft genauso wie meinem Leben zu entkommen, wusste ich, warum die Dandy Corporation nicht wollte, dass jemand von diesem Ort erfährt. Sie wollten nicht, dass jemand wie ich hineinkommt, weil sie nicht wollten, dass etwas wie das da herauskommt. Die Begegnung mit dem zum Leben erweckten Kostüm hatte eine tiefgreifende Wirkung auf mich. Nicht nur, dass es meine tiefsten Ängste bestätigte, dass verlassene Orte Geheimnisse bergen können, die besser unentdeckt bleiben, es zwang mich auch, über die Verantwortung von Unternehmen wie Dandy nachzudenken. Wie viele andere Orte gab es, die ähnliche Geheimnisse verbargen? Wie viele andere verlassene Projekte existierten, die gefährliche oder unerklärliche Phänomene beherbergten? Die Rückfahrt von dem Palast war eine stille Angelegenheit. Die Bilder dessen, was ich erlebt hatte, jagten mir immer wieder durch den Kopf. Jedes Knacken eines Astes am Straßenrand ließ mich zusammenzucken, halb erwartend, dass das grässliche Kostüm aus dem Schatten sprang, um mich zu verfolgen. Aber es gab nichts, nur die stille Dunkelheit der Nacht und das monotone Summen der Reifen auf dem Asphalt. Ich überlegte, an die Öffentlichkeit zu gehen, aber was hätte ich sagen sollen? Ohne Beweise, ohne die verstörenden Bilder, die ich zu erfassen gehofft hatte, wären meine Geschichten einfach als Hirngespinste eines überaktiven Geistes abgetan worden. Und selbst wenn ich Beweise hätte, würde die Dandy Corporation zweifellos ihre Ressourcen nutzen, um sie zu diskreditieren oder schlimmer noch, mich zum Schweigen zu bringen. In den folgenden Tagen versuchte ich, mich abzulenken,
mich in die Arbeit zu stürzen und meine Gedanken von den dunklen Hallen des Palastes fernzuhalten. Aber es war zwecklos. Die Geräusche, die Gerüche und vor allem das Gefühl der verzweifelten, erstickenden Angst, die ich dort unten gefühlt hatte, verließen mich nicht. Es wurde mir klar, dass es nicht nur die physischen Gefahren waren, die solche Orte so furchteinflößend machten. Es war die tiefe, beunruhigende Stille, die auf eine schreckliche Wahrheit hinwies, dass diese Orte, einmal voller Leben und Aktivität, nun leere Hüllen waren, verlassen nicht nur von den Menschen, sondern vielleicht auch von der Gnade selbst. So blieb der Palast in meinem Gedächtnis, nicht als ein Ort des Abenteuers oder der Entdeckung, sondern als eine stumme Mahnung an die Vergänglichkeit und die dunklen Ecken der menschlichen Unternehmungen. Was auch immer dort unten in der Dunkelheit verweilte, es war ein Geheimnis, das ich nie wieder zu erforschen wagte. Es war eine Lektion in Demut, ein Beweis dafür, dass es einige Türen gibt, die besser verschlossen bleiben, einige Pfade, die besser unerforscht bleiben. Meine tapferen Seelen, damit endet unsere schaurige Reise durch die verlassenen Hallen des Palastes. Ich, Dr. Wahnsinn, habe mich durch die Schatten bewegt, bin den Flüsterungen der Vergessenheit begegnet und habe dabei sogar ein wenig mit den Geistern getanzt. Wenn euch diese Expedition ins Unbekannte gefallen hat, zögert nicht zu abonnieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Eure Unterstützung ist der Wind unter den Flügeln meines Wahnsinns. Zum Abschluss unserer heutigen paranormalen Achterbahnfahrt möchte ich euch mit einem Zitat hinterlassen, das so düster ist, dass es selbst die kühnsten Seelen erschauern lässt. Ich war entsetzt, als ich meine Tochter am anderen Ende der Selbstmord-Hotline erkannte. Ich verdrehte die Augen, während sie sich aufregte und über meinen Erziehungsstil log. Ich beschloss, sie später für alles zu bestrafen, was sie über mich gesagt hatte. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die dunklen Ecken der menschlichen Erfahrung erkunden. Bleibt wahnsinnig, bleibt neugierig und vor allem, bleibt sicher.